Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im MyTeam-Modus. Heute geht's ins letzte Rennen vor der Sommerpause. By the way, für uns gibt's keine Sommerpause. Nächste Woche geht's natürlich direkt wieder weiter. Aber heute, bevor wir nächste Woche nach Spa kommen, müssen wir erstmal hier in Ungarn am Hungaroring ins Qualifying rein. Und dann ins Rennen. Und dann ins Rennen Teil 2. Und dann vielleicht in ein Einladungsevent. Das wäre doch mal was. So, jetzt kommt wieder das mega krasse Intro. Obacht. Streckenüberflug. Oh yeah. Und wir drücken X. Oder sollen wir nicht X drücken? Sind die Bilder episch genug? Damit die auch ohne Sprecher krass sind? Hm. Nun. Was sagt das Wetter? Wetter sagt sonnig. Setup. Ja, wieder auf komplett Abtrieb. Ich meine, wir fahren hier von Kurve zu Kurve zu Kurve, Kurve, Kurve. Aber ich spule erstmal ein bisschen vor. So, jetzt fahren wir auch mal raus. Sei vorsichtig, momentan ist viel los auf der Strecke. Alles fertig, wir sind bereit. Oh, Alpha fährt auch erst jetzt raus. Da kommt ein Red Bull von hinten. Vielleicht habe ich gebremst und wie schnell kam da gerade vorne links schon Reifenqualm raus? Rauch. Qualm ist ja. Ich glaube, Qualm nennt man, wenn was verbrennt, ne? Das qualmt. Ja, ich glaube, das ist Reifenrauch. Reifen raucht. Obwohl, rauchen tut man bei einer Zigarette. Das ist eine Verbrennung. Die unnötigste Frage der Welt. Hier bei Virtual Dudes. Ups, Reifen abgekühlt. Und oh, die Reifen sehen gut aus. 1%, das nehme ich. Scheitelpunkt, was ist das? Ich glaube, das ist nicht so gut. P17 nur. Shit. Ja gut, jetzt in der Kurve 2. Oder, nee, warte, das zählt wahrscheinlich auch noch als Kurve. Also jetzt die kommende Kurve. Wäre jetzt wahrscheinlich dann doch Kurve 3 hier. Da habe ich den Scheitelpunkt halt komplett versaut, ne? Ja, ich versuche jetzt einfach mal schnell in die Box zurück zu schaffen. Obacht.
hier diese Einlenkpunkte, ne? Die schnelle links und dann jetzt die schnelle rechts. Das ist schwierig bei mir. Jetzt hier die links, rechts nochmal. Das ist easy. Oh, warte mal, ich muss mal kurz meine Sicht blockieren. Boxenstopp! Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Nett. Uiuiui. Können wir mal wieder ein bisschen Boxen einfach üben. Ja, war gut. Kurz rauf in die 5 und dann schnell wieder runter. Warum war Fettgemisch aktiviert? Was habe ich denn da wieder gedrückt? Nun. Ich möchte diese Sequenz bitte skippen. Es geht nicht. Einer meiner größten Wünsche für das nächste Formel 1. Obwohl insgeheim wünsche ich mir, dass es, dass die nächste Saison einfach hier reingepatcht wird und dann, ne, wenn die Autos richtig geändert werden mit Reifenzoll und allgemein auch Äußeres, dass dann ein neues Formel 1 kommt. Damit sich das wirklich, ne, so richtig lohnt. Die werden ja nächste Saison mit diesen Autos wieder fahren. Nur halt mit den Upgrades, aber sonst so großartig neu wird da nichts. Also eigentlich gar nichts. Nun, wir müssen aber nochmal raus. Wir müssen jetzt schon hier Wettkampfgewicht rausziehen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute. Achso, vorspulen. Das sollte, glaube ich, passen. Bereit? Ja. Ein bisschen härter bremsen, glaube ich. Das ist auch noch so eine Sache. Ich bin gerade ein bisschen zu zimperlich. Okay, Klebs bleiben noch drin. Bei 0% Temperatur ist jetzt das Wichtige. Ah, Temperatur sieht gut aus. Oh mein Gott. Nein, die fahren jetzt alle raus. Fick die Henne. Was mache ich denn jetzt? So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser Session und bis jetzt sind wir zu langsam. Wir brauchen eine schnelle Runde oder wir sind raus aus dem Qualifying. Jetzt schon 13 rausgeholt.
Ah, oh, P6. Das nehme ich. So, ab in die Box. Genug gesehen von der Strecke, ich kann sie jetzt. Perfekt. 2, 1. Warte mal, wir sind bei 30 Sekunden ungefähr in die Box gefahren. Bei 2 Sekunden Restzeit waren wir in der Box. Fährt unsere KI Rundenzeiten von 28 Sekunden? Was ist denn da los? Wir haben eine krasse KI. Nun, wo sind wir eigentlich? Ah, ja. Boah, die erste 1.16er Zeit. Ich bin fast stolz auf uns. Also, vom Pulk haben wir die erste Zeit. Ne? Hinter uns kommen ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nun, wo ist unsere Tanja? Ah, ja. Nun, da müssen wir sehr viel rein investieren. Ich hab jetzt schon sehr oft nun gesagt, ich muss mir das wieder abgewöhnen. Ich glaube, ich weiß, von wo das kommt. Obacht. Der Jeremy Clarkson sagt sehr oft Sätze oder beginnt Sätze mit Anyway. Und ich versuche immer noch herauszufinden, was ist dieser deutsche Äquivalent dazu. Achso, ja, stimmt, Q2, ne? Wenn du willst, denk daran, dass die Ausfahrt aus der Kurve wichtiger ist als die Einfahrt. Geh langsam rein, schnell raus und gib gleichmäßig Gas. Na, gleichmäßig Gas. Einser und Nullen. Das ist mein Gas-Stil. Aber ich spule natürlich wieder vor. Wir brauchen diese eine Runde. Ich glaube, dieses Mal könnte es vielleicht sogar nicht für Q3 reichen. Das könnte heikel werden. Aber dennoch, fahren wir raus. Alles klar. Nee, was? Motorschiedel statt noch mehr. So, aber das sind unsere Qualifying-Reifen. Im besten Fall. Das heißt, ne? Contenance. Gott, da kommt ein Rosener Mercedes. Mach dich. Alle fahren in die Box, das ist sehr nett. Reifentemperatur hinten können wir vielleicht ein bisschen erhöhen. Starten wir nicht in der Runde. Shit. Alles mit außenrum Schwung holen, ich glaube, das ist so, ne? Das könnte gut werden.
P6. So, gut. Ja, bin zufrieden. Jetzt müssen wir aber die langsame Inlap hinnehmen. Für den Reifenverschleiß. Oh, wir hätten vielleicht auch nicht... Oh, das habe ich vergessen zu bedenken. Ich hätte auf der Outlap Benzin auf Feldgemisch lassen sollen, weil jetzt haben wir noch eine ganze Runde über. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Also wir hätten auf jeden Fall die Lap noch mit viel weniger Gewicht anfahren können. Die Lab, Gott. Ich höre mich an wie so ein Ökotyp. Mehr Englisch als Deutsch, Wörterschatz. Aber Reifenverschleiß sieht gut aus, oder? Au. Hat schon ein bisschen gekostet, die Runde. Aber wir sind leider nicht Mercedes, die sich erlauben können, in Q2 hier schön easy zu fahren für die Reifen. Dann wirklich in Q3 dann halt hier richtig einen rauszubrettern. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Nun, das war doch. Jetzt habe ich schon wieder nun gesagt. Ach man. Oh, apropos Mercedes, die sind hier mit Mediums gefahren. Ja gut, wird wohl reichen. Mich wundert eh, dass das Mercedes selten mit Mediums fährt in Q2. Aber wahrscheinlich hat es dann wirklich was mit der Strategie zu tun, weil auf Nummer sicher ist, ne? Ich meine, das ist Mercedes, come on. Also ich bin mir ziemlich sicher, Mercedes könnte sich auch bei manchen Strecken mit den harten Reifen qualifizieren. Und wäre ich Toto Wolff, dann hätte ich das also mindestens einmal veranlasst. Um einfach mal zu zeigen, hier, Konkurrenz. Don't fuck with us. Nun, ich sag's schon wieder. Ich muss es mir wirklich abgewöhnen. Wollen wir nach vorne spulen? Ja, komm. 16,2. Okay. Jetzt beginnt sie gleich hier schnellste. Jetzt heißt es hoffen und beten, dass keiner schneller ist. Also, solange wir unter den Top 10 bleiben, sollten sie alle schneller sein. Oh, warte mal. Wie fährt denn da? Die McLarens, Renaults, Alpha Tauris, Force Indias, Leclerc, Giovinazzi. Wer ist denn vor uns? Okay, alle die... Wir sind 16. Auf dem Temporadar. 314,5 Kilometer pro Stunde. Okay, alle die noch hinter uns sind, fahren jetzt ihre Schnellste. Die schon vor uns sind, die fahren nicht. Könnte interessant werden. Will ich vorspulen? Nein, will ich nicht. Ich will keine Magic-Zeiten haben. Wo gab's das denn? Konnte man... Bei welchen Sessions konnte man damals vorspulen? War es Project Cars 1? Wo man Qualifying Training, wo man da kurze Zeit vorspulen konnte? Ich glaube, das war Project Cars 1. So, die KI ist in Le Mans, sag ich mal, mit dem LMP1 so 2.14er Zeiten gefahren. Und das war Maximum. Und dann spule ich sie vor und auf einmal fällt die 2.8er Zeiten. Wo man denkt so, what? Never ever. So, aber jetzt, Obert. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige. Nein, die Zeit läuft ab. Ich kann die Zeit auf. Oh nein. Ich warte so lange für gar nichts. Es ist die Zeit abgelaufen. Das ist bitter. Also, was auch sehr, sehr komfortabel wäre, wenn man noch diese 3 Minuten Sesh-Restzeit hätte. Um halt zu sehen, wer da noch ins Ziel kommt. Aber hey. Wir haben nur einen Platz verloren. Haben wir? Wir waren 6. oder? War mal gestern 7. Wer hat uns überholt? Ach, Leclerc-Bär. Übrigens, wir sind nur eine 1.16.2 gefahren. Unser Q1-Lauf war ja eine 1.16 glatt. Ja, Mensch, mal gucken, wie es jetzt in Q3 aussieht. So. Ich habe jetzt bewusst nicht nun gesagt, sondern so. Spur mal ein bisschen vor.
gucken, was sind so die ersten Zeiten, die gebracht werden. 1.15.3. Ja gut, Vettel ist letzte Session Zehntel schneller gefahren. Jetzt tuckern wir auch mal raus. Motor. Sieht man im Rückspiegel, dass er diesen Anlasser hat? Nee. Im Rückspiegel sieht man nur den Wagenheber. Haha, vor dem Mercedes. Oh, oh, wo geht's lang, wo geht's lang, wo geht's lang? Okay, ich kann die Strecke nicht beim Rückwärtsgucken fahren. Ah ja, Motor aus, Motor aus. Oh oh. Gut, hätte man auch sehen können. Wer war das? Wer war das? Obwohl die Reifen jetzt sowieso verheizt, deshalb ein bisschen mehr Power nach vorne. Die Reifen, wie gesagt, ne, müssen nicht lang leben, nur eine Runde lang. Bin ich nicht nett. Wo ich überall hinfahre. Oh, Ferrari auf einer Mission. Renault bleibt noch in der Box. Was ist denn da los? Oh Gott, was ist denn hier los? Jahrhundertwellen. Ja, komm, fahrt alle. Diese Kurve hat es mir angetan. Aber die mochte ich noch nie. Schön spät bremsen. Sind wir, was sind wir, was sind da? Ach da. Ja Mensch. Bin zufrieden. Bin zufrieden. Achso, ich war schon wieder leise, damit der Kommentator irgendwas kommentiert. Aber anscheinend hat er gerade noch nichts zu kommentieren. Ist drüber X, vielleicht ja, hat er jetzt was zu kommentieren. Nun, das ist die Top 3. Sebastian Vettel, Bottas, Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist die Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Aber wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall viel mehr rausholen können. Also die Zeit hätte sowas von auch besser werden können.
aber ich habe letzter Zeit nicht so viel Zeit zum Trainieren. Warum, weshalb, ist mir mittlerweile auch echt unangenehm zu sagen. Guckt einfach die letzte oder die letzten drei. Am besten die drittletzte und die letzte Projectcast-Folge. Oder am besten die letzte. Dann wisst ihr es. X, so schnell weg hier. Dieser Blackscreen schon wieder, ey. Oh, haben wir die Rallye? Nee, Rivalität haben wir noch nicht, ne? Uns fehlen noch 2 Punkte. Ja. Ja gut, das kriegen wir nach dem Rennen hin, weil sobald wir 30 erreicht haben, ist die Rivalität sofort gewonnen, egal wie viele Restrennen noch da sind. Nun, unsere Tatjana hat auch Bock. Level 4, fast Level 5. Ich glaube, Mick war jetzt Level 7, soweit ich weiß, oder? Mensch, ey. 500.000 haben. Nee, oder? Waren das 500.000? Nee, weniger. 250.000 haben gefehlt, damit wir Mick noch bei uns behalten können? Das war echt bitter. Dass wir den abgegeben haben. Naja, aber dafür haben wir ja die erste Frau in der Formel 1. Obwohl, war sie die erste? Bin ich mir jetzt aber doch nicht so sicher. Ich glaube, es gab mal eine. Nee, ich glaube, das war nicht Formel 1. Es war, ich glaube, das war WEC. Nun. Wollen wir X drücken? Und nein, ich verwechsel gerade nichts mit Michel Matteux. Ne, hier Gruppe B. Legende. Legendin? Legende? Legendin? Ja. Okay. Leute, morgen das Rennen. Würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Und ich bin nochmal raus. Haut rein. Bye bye. And have a great time. Bye. Have a great time.